Kinderpornografie ist ja ein Phänomen, das wirklich zugenommen hat in den letzten Monaten und Jahren. Und Kinderpornografie wollen wir wirklich effektiv bekämpfen. Da gibt es einen Zweiklang an Maßnahmen. Zum einen präventiv. Es soll bessere Hilfsangebote geben für Betroffene, niedrigschwellige Angebote. Es soll eine bessere Zusammenarbeit geben zwischen Kindergärten, Schulen, Jugendämtern und Polizei. Das muss intensiviert werden, dass hier ein Austausch stattfindet, um Straftaten zu verhindern, aber auch, wenn es in Gefahr steht, dass ein Kind schon missbraucht wird, das auch zu stoppen. Und auf der anderen Seite muss auf der repressiven Seite bei der Strafverfolgung nachgelegt werden. Wir wollen zum einen Strafrahmen erhöhen beim Kindesmissbrauch, aber auch beim Besitz kinderpornografischer Schriften. Und wir wollen, dass die Sicherheitsbehörden alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen auch ergreifen können, um Kinderpornografie aufzudecken und weiter zu verhindern. Und da steht ganz vorne natürlich die Vorratsdatenspeicherung, die endlich rechtssicher eingeführt werden muss, weil es hängt viel von IP-Adressen ab der Täter. Und wenn die verschwunden sind, kann der Täter nicht mehr ermittelt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Sicherheitsbehörden auch im Bereich der Vorratsdatenspeicherung jetzt alle Möglichkeiten zur Verfügung bekommen.